Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 3.9.2020. Ich war heute bei meinem Psychiater und er hat mir, weil ich so Angstzustände habe am Abend, also nicht immer, aber oft, noch ein Lyrik aufgeschrieben und wir schleichen das Effekt jetzt endgültig aus, weil es mich antriebslos macht und ich bekomme dafür ein Medikament, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, aber das so ähnlich ist wie das Zyprexa. Also darauf werde ich wieder zunehmen, höchstwahrscheinlich, und aber es soll antriebssteigernd sein und sehr gut antidepressiv. Und das ist ein Versuch wert, auch wenn ich vielleicht wieder zunehme. Wir haben 2 Stunden gewartet für 10 bis 15 Minuten Gespräch. Ich muss jetzt, also ich nehme jetzt ein Präparat, das so ähnlich ist, also das ist das gleiche ist wie Effektin, nur in einer geringeren Dosis, weil Effektin gibt es nur in 75, die geringste Dosis, und das gibt es in 30,5 oder so, oder 35, irgendwas, die Hälfte von dem, was ich jetzt nehme, und das muss ich langsam ausschleichen, also die nächsten 7 bis 10 Tage nehmen. Und das andere Antidepressiva, der will schon anfangen. Und dann sollte der Übergang leicht sein. Aber ich weiß noch nicht. Ich werde sehen, ich habe ja schon mal auf eigene Faust probiert, das Effektin abzusetzen, was mir nicht gelungen ist, weil ich zu starke Angstzustände bekommen habe. Und aber mit dem Ersatzmedikament soll das halt leichter sein. Und wenn ich nicht so stark zunehme und es hilft, dann ist es gut. Und wenn es zu viel wird und nicht gut hilft, müssen wir halt wieder was anderes ausprobieren. Ist ja eh schon gewöhnt. Ich habe jetzt den nächsten Termin in 3 Monaten. Ich finde das etwas lang. Aber naja, das hat mein Vater ausgemacht. Sollte dazwischen etwas sein, müssen wir uns halt 2 bis 3 Stunden in die Ordination setzen und warten, bis wir drankommen. Oder anrufen. Ich bin damit, dass er auf meine extreme Müdigkeit und meine Antriebslosigkeit eingegangen ist, ganz zufrieden. Ich habe es zwar nicht zu Bord bringen können, dass ich schlecht schlafe, aber das fand ich dann auch nicht mehr so wichtig. Ich habe heute Nacht richtig gut geschlafen und war schon 6:30 ausgeschlafen. Aber dementsprechend müde bin ich jetzt. Und morgen kommt Corinna. Das erste Mal. Und dann möchte ich halt nicht mehr müde sein. Ich freue mich auf Corinna. Ich freue mich aber auch, wenn am Samstag Sonne wiederkommt. Und ja, mehr Neuigkeiten gibt es eigentlich nicht. Am 9. habe ich einen Kerstentermin. Am 16. mein Christoph. Und ja, das ist so alles, was heute so passiert ist. Und ich glaube, das mit Kerstin habe ich gestern schon.
Aber naja. Diesmal halte ich das Video ganz kurz und verabschiede mich jetzt schon, weil ich wirklich müde bin. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.